Ja, hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Jan ist hier von Prime Estate. In diesem Video möchte ich dir 9 Schritte vorstellen, mit denen du deine Darmflora aufbauen kannst. Alle 9 Schritte zusammen ergänzen sich wunderbar. Deshalb bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit du auch wirklich zu 100% davon profitieren kannst. Besonders wenn du häufiger mit Bauchschmerzen und Verdauungsproblemen zu kämpfen hast, aber auch wenn gerade eine Antibiotikatherapie bei dir ansteht, dann könnten dir meine Tipps helfen. Lass uns also direkt starten. Wie wichtig ist der Darm? Kommen wir erst einmal zur Frage, wie wichtig der Darm überhaupt für uns ist. Dass ja eher eine entscheidende Rolle für dein Wohlbefinden spielt, hast du sicherlich schon mal gehört. Die Bewohner deines Darms bzw. die Gesamtheit aller darin lebenden Mikroorganismen wird als Darmflora bezeichnet. Jeder Mensch trägt etwa 30 bis 40 Billionen Mikroorganismen in sich, wovon ja 90% sich im Dickdarm befinden. Eine gesunde Darmflora ist dementsprechend unglaublich wichtig für dich und deine Gesundheit, weil mithilfe der vielen Bakterien wichtige Vitamine wie Vitamin K2 und Neurotransmitter wie der Stimmungsmacher Serotonin produziert werden. Auch kurzkettige Fettsäuren, die eine ja, entscheidende Rolle für die Zellen des Immunsystems, des Darms und für den Stoffwechsel generell spielen, werden hier im Darm hergestellt. Vor allem ist eine starke und gesunde Darmflora auch notwendig, damit schädliche und unerwünschte Bakterien keine Chance haben, um sich dort einzunisten. Wie du sie dir ja effektiv aufbaust, dazu komme ich nach der Frage, was eigentlich passiert, wenn die Darmflora aus dem Gleichgewicht gerät. Ja, was kann passieren, wenn die Darmflora aus dem Gleichgewicht gerät? Besonders wichtig ist es, dass die richtigen Darmbakterien vorhanden sind. Denn wenn dies nicht der Fall ist, kommt es zu einem Ungleichgewicht, was sich beispielsweise durch ständige Infekte, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme wie Blähungen, Verstopfung oder Durchfall bemerkbar macht. Kommt dir das bekannt vor? Ich würde mich freuen, wenn du unter dem Video von deinen Erfahrungen berichtest und vielleicht auch, ob du einen Tipp hast, mit dem du bestimmte Probleme wieder losgeworden bist. Wenn du zum Beispiel nach dem Essen immer einen Blähbauch hast, kann auch das auf ein Ungleichgewicht deiner Darmflora hindeuten. Auch eine unreine Haut im Erwachsenenalter kann in vielen Fällen durch den richtigen Aufbau der Darmflora wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Wenn das Ganze über eine ja, zu lange Zeit von vielen Monaten bis hin zu Jahren anhält, können Krankheiten des Stoffwechsels, Autoimmunerkrankungen und sogar psychische Probleme wie erhöhte Stressanfälligkeit und Depression die Folge sein. Das zeigt, dass ein gesunder Darm das A und O ist, um fit und gesund zu bleiben. Wenn du also aktuell unter einem ja, oder mehreren der eben genannten Punkte leidest, dann wäre der Aufbau der Darmflora jetzt genau die richtige Entscheidung für dich. Okay, kommen wir damit zu den Schritten, die wir von Prime Estate für den Aufbau einer Darmflora empfehlen. Zum ersten der Ausleittag. Ein Ausleittag macht als ersten Schritt viel Sinn. Durch diesen werden ja hinterbliebene Verdauungsreste, tote Mikroorganismen und Zellen aus dem Darm herausgespült. Das ja, Vorgehen sieht wie folgt aus. Am besten beginnst du mit deiner Darmsanierung an einem freien Tag oder am Wochenende. Trinke dann morgens direkt 2 Glas Wasser mit einer Prise Salz. 30 Minuten später gibst du zusammen mit 2 Gläsern Wasser 10 bis 20 Gramm eines reinigenden Präparates wie Aktivkohle, Zeolit, Bentonit, Heilerde oder Flohsamen hinzu. Alternativ kannst du auch ein Abführmittel wie Bittersalz oder Glaubeersalz oder 2 Gramm Magnesium einnehmen, welches stärker und schneller wirkt. Dies empfehlen wir besonders, wenn du an akuten und starken Darmbeschwerden leidest und es ja sofort nötig ist, die Darmflora zu sanieren. Faste an diesem Tag so lange wie möglich und trinke nur Wasser und Tee. Wenn der Hunger zu groß wird oder dich zu stark einschränkt, iss gekochten weißen Reis mit einer Prise Salz und Pfeffer. Das sollte aber die einzige Nahrung für diesen einen Tag sein. Wenn du es ganz ohne schaffst, umso besser. Gegen Nachmittag kannst du die Einnahme des reinigenden Präparates vom Morgen wiederholen, also Aktivkohle oder Ähnliches. Über den Tag verteilt wird sich ein oder mehrmals den Darm sicherlich entleeren, was den Weg frei macht für die weiteren Schritte. Normalerweise reicht es übrigens, einen Ausleittag zu machen. Wenn du das Gefühl hast, dass es dir ja nicht reicht, dann kannst du das Prozedere am folgenden Tag nochmal wiederholen. Anschließend geht es weiter mit Step 2 und zwar probiotische Präparate. Hierzu führst du alle folgenden Tipps so lange aus, bis sich dein Darm wieder gut und zufrieden anfühlt. Das ist ein klares Anzeichen dafür, dass du eine neue, gesunde Darmflora hast. Es ist gut, ein probiotisches Präparat als Unterstützung zu haben und um sicher zu gehen, dass sich bestimmte Mikroorganismen sofort wieder im Darm ansiedeln. Ein gutes probiotisches Präparat bekommst du in der Apotheke.
Es sollte verschiedene Mikroorganismen beinhalten. In der Videobeschreibung findest du die Mikroorganismen, die das Präparat auf jeden Fall enthalten sollte. Nimm das jeweilige Präparat immer morgens auf nüchternen Magen und vor großen Mahlzeiten mit einem Schluck Wasser. Und damit kommen wir zum dritten, die probiotische Lebensmittel. Der dritte Schritt ist nicht nur für die kurzzeitige Darmaufbaukur gedacht, sondern du solltest ihn, wenn möglich, regelmäßig in deinen Alltag integrieren. Es handelt sich nämlich um den Verzehr von probiotischen Lebensmitteln, also solche, die viele gute Bakterien für deinen Darm enthalten. Zu den probiotischen Lebensmitteln zählen Sauerkraut, Kimchi, eingelegte Gurken und anderes milchsauer vergorenes Gemüse. Außerdem Kombucha, Apfelessig, Wasserkefir und Kokosjoghurt. Oft wird auch Naturjoghurt zum Aufbau der Darmflora empfohlen. Wir von Prime Estate raten allerdings erstmals von Kuhmilchprodukten im Aufbauprozess ab. Gerade wenn man ohnehin schon Probleme mit dem Darm hat, können Kuhmilchprodukte ihn noch zusätzlich reizen. Stattdessen gibt es in gut sortierten Biomärkten Kokosjoghurt zu kaufen, der wie ein herkömmlicher Naturjoghurt ebenfalls sehr viele nützliche Milchsäurebakterien enthält, aber dafür in der Regel viel besser vertragen wird. Man kann Kokosjoghurt mit etwas Übung geschickt sogar selbst herstellen. Anleitungen dazu findest du reichlich im Internet. Hast du schon mal Kokosjoghurt gegessen oder hast du ein anderes probiotisches Lebensmittel, das du gerne in deinen Speiseplan integrierst? Wenn ja, dann kommentiere doch einfach unter dem Video, was es ist und welche Erfahrung damit quasi bereits schon gemacht hast. Kommen wir zu Punkt Nummer 4, Zeit in Natur. Der vierte Punkt hat nicht nur den tollen Effekt, dass du viel Stress abbaust und Zeit in der Natur einfach glücklich macht. Hinzu kommt nämlich, dass dein Körper automatisch mit vielen weiteren Mikroorganismen in Kontakt kommt, wenn du auf einer Wiese liegst, auf einen Baum kletterst oder beim Spazierengehen hier und da Bäume, Sträucher und Steine am Wegesrand berührst. Auch Barfußlaufen hat enorm viele Vorteile. Deshalb solltest du, wann immer es dir möglich ist, Schuhe und Socken mal ausziehen und raus in die Natur gehen. Zeit in der Natur hat auch viel mit dem achten Punkt zu tun, zu dem ich gleich noch komme. Ja, der fünfte Punkt, eine große Portion Ballaststoffe. Punkt Nummer 5, viele Ballaststoffe wirken während deines Darmaufbaus wie ein Besen, der mal so richtig deinen Darm ausfegt. Es dauert nämlich ein paar Wochen und ist mit vielen Schichtwechseln im Darm verbunden, wenn du deine Darmflora wirklich aufbauen möchtest. Damit ist gemeint, dass sich ein neues Gleichgewicht erst einpendeln muss und auf diesem Wege viele Mikroorganismen absterben. Da ist es gut, täglich mit einem Besen durch den Darm zu fegen, die toten Bakterien herauszuspülen und die lebendigen mit Ballaststoffen zu unterstützen. Nimm hierzu einmal täglich 20 Gramm Leinsamen, Chiasamen oder Flohsamen mit 1-2 Gläsern Wasser ein. Die Samen quellen den Magen quasi auf und bilden einen Schleim, der wie ein Besen tote Bakterien mit sich reißt. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass sie viele pflanzliche Omega-3-Fettsäuren enthalten. Punkt Nummer 6, Lebensmittel mit vielen Ballaststoffen. Auch der sechste Punkt ist wieder ein Punkt, den du unbedingt in deinen alltäglichen Speiseplan aufnehmen solltest, also auch wenn deine Darmaufbaukur vorbei ist. Ballaststoffe sind nämlich kein Ballast im Sinne von unnötiger Ballast für deinen Körper. Im Gegenteil, Lebensmittel mit vielen Ballaststoffen geben deinen Darmbakterien wertvolles Futter, das sie am Leben erhält. Achte daher in deiner Ernährung darauf, viel frisches Obst und Gemüse nach Saison möglichst bunt und vielseitig zu integrieren. Beeren, egal ob frisch oder tiefgekühlt, sind ebenfalls eine Wohltat für deinen Körper, genau wie Oliven und hochwertiges Olivenöl, Pilze, grüner Tee, frische Kräuter und Gewürze, ein paar Nüsse, Biofleisch, Fisch und Meeresfrüchte. Ein besonderer Tipp, der schon bei enorm vielen Menschen für unglaublich positive Veränderungen gesorgt hat, ist Knochenbrühe. Diese Brühe enthält neben Kollagen sehr viele Nährstoffe, die deinen Darm mit so ziemlich allem versorgen, was er braucht. Diese Knochenbrühe entsteht, wenn man ein paar Knochen mehrere Stunden in Wasser köcheln lässt. Ja, kommen wir zum Punkt Nummer 7, Reizstoffe meiden. Weiter mit Step 7, neben einer gesunden Ernährung ist es ebenso wichtig, Nahrungsmittel zu meiden oder zumindest stark zu reduzieren, welche die Darmflora und das Immunsystem reizen. Hierdurch kann die Darmsanierung nämlich beeinträchtigt werden. Zu den Lebensmitteln, die du am besten grundsätzlich, aber insbesondere während des Darmaufbaus meiden solltest, gehören glutenhaltiges Getreide, Zucker, Hülsenfrüchte, Kuhmilchprodukte, Alkohol, Pflanzenöle wie Sonnenblumenöl oder Rapsöl und wenn es geht auch Kaffee. Kaffee kann zwar auch viele Vorteile bringen, aber gerade im Zuge einer Darmaufbaukur ist es sinnvoll, wenn du ihn einfach mal für ein paar Tage oder Wochen aus deiner Ernährung streichst.
Das Meiden dieser Reizstoffe hat auch vieles mit dem neunten und letzten Tipp zu tun, den ich dir gleich vorstelle. Aber davor kommt erst noch Schritt Nummer 8, und zwar die Stressreduktion, der Ausgleich. Der achte Schritt ist wieder einmal für deinen generellen Alltag wichtig und du solltest ihn schlichtweg immer beherzigen, jeden Tag, egal was gerade so ansteht. Dein Stresspegel hat nämlich direkten Einfluss auf dein Immunsystem und deine Darmflora. Man kann die Stressreduktion passiv und aktiv betreiben. Beides ist unglaublich wichtig. Passive Stressreduktion bedeutet, dass du deine Aufgaben und Pflichten überschaust und gegebenenfalls auch reduzierst. Unendliche lange To-Do-Listen und Alltagsstress ohne Ende können sich nämlich negativ auf deinen Darm auswirken. Dazu gehört auch, dass du lernst, bei bestimmten Aufgaben bitte klar Nein zu sagen. Ja, andererseits ist auch aktive Stressreduktion sehr wichtig. Das bedeutet im Klartext, du solltest viel lachen, deine Lieblingsmusik hören, meditieren, Zeit mit Freunden und Familie verbringen und alles machen, was dir Freude bereitet. Kommen wir damit zum letzten Step Nummer 9. Er ist so unglaublich wichtig und wird von vielen in unserer heutigen Zeit leider oft vernachlässigt, und zwar stetes Feedback mit dir selbst. Beobachte dich selbst im Laufe der Darmsanierung. Wie verändert sich deine Verdauung, wie dein Hautbild? Sieh dir an, ob du dich generell und insbesondere nach dem Essen gut fühlst oder ob du eher müde und schlapp bist. Wenn alles richtig läuft, kannst du beobachten, wie es dir immer besser geht und deine Verdauung immer besser läuft. Wenn nicht, würde es dafür noch eine Ursache geben, wie eine ungeklärte Lebensmittelallergie oder Unverträglichkeit, zu viel Stress, zu wenig Schlaf und Ausgleich oder eine noch nicht passende Ernährung. Ich rate dir generell, zu jeder Zeit immer wieder in dich hineinzufühlen und auf deinen Körper zu hören. Geht es ihm gut? Sind da irgendwelche Wehwehchen oder Auffälligkeiten? Wenn ja, ist es an der Zeit, nach den Ursachen zu suchen. Je sensibler du mit deinem Körper umgehst, desto besser sind die Voraussetzungen, dass du einen Weg findest, mit dem du es einfach besser dauerhaft hast. Ein gesunder Körper reagiert nicht auf jedes Essen mit einem Blähbauch und ein gesunder Körper fällt nicht nach jedem Mittagessen in ein Tief. Damit sind wir auch schon am Ende der 9 Schritte zum Aufbau einer Darmflora angekommen. Wenn du selbst schon bestimmte Erfahrungen mit dem Thema Darmflora gemacht hast, lass gerne einen Kommentar da und berichte uns davon. Gab es Zeiten in deinem Leben, wo dein Darm aus dem Gleichgewicht geraten ist, oder ist es vielleicht immer noch so? Oder hast du vielleicht selbst noch den ultimativen Tipp für den Aufbau einer gesunden Darmflora? Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat und dass du die Tipps für dich umsetzen kannst. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal, dein Janis.